So, erstmal herzlich willkommen. Wir haben uns gerade schon ein kleines bisschen verquatscht. Willkommen im The Geek Freaks Podcast. Erste halbe Pilotfolge, so wirklich, nicht wirklich, aber ein Teaser. Wir testen gerade heute einfach mal aus, wie sich die Dynamik bei uns so entwickeln könnte, wie es ist, wenn wir zusammen einfach über lustige Themen im Podcast quatschen und es dann euch später zur Verfügung stellen. Heute haben wir dabei den Moritz und den Dennis. Hallo. Hallöchen. Und wir versuchen jetzt mal ein kleines bisschen aus dem Feld, das wir sonst so bedienen, heraus uns zu bewegen und in die Podcaster-Welt quasi einzudringen. Wir haben mehr Themen, als wir eigentlich präsentieren können. Und das wollen wir euch natürlich um die Ohren werfen. Im Zuge dessen sind wir gerade schon richtig fleißig dabei, seit einer halben Stunde am Diskutieren, ohne aufzunehmen. Was für eine Schande wieder mal. Wir hatten wieder ganz viel Mist am Start. Und ich weiß gar nicht, wie wir jetzt hier da wieder einen Einstieg finden. Gerade haben wir uns aufgeregt über die Deprecated Audio Codecs in Teamspeak, über das wir gerade testweise aufnehmen. Das wird dann in den nächsten Episoden natürlich in besserer Qualität online gestellt werden an alle da draußen, falls wir es überhaupt veröffentlichen. Das kann ich zu diesem Zeitpunkt gar noch nicht sagen. Wir haben übrigens Donnerstag, 22.36 Uhr, den 22.10. Keine Ahnung, wann ihr euch das anhört, aber das war der Zeitpunkt, an dem wir diese wunderschönen Kunststücke hier verfasst haben. Moritz, ja. Wo waren wir eigentlich gerade? Bevor wir über die Deprecated Codex geredet haben, wir haben über dein Problem mit Audition geredet. Das ist interessant, ja. Beziehungsweise auch neue Themen für den Channel. Echt? Da gibt es neue Themen für den Channel? Was gibt's denn da so? Beziehungsweise neue Videos, die du gedreht hast. Willst du die mal ankündigen? Die neuen Videos, die ich gedreht habe für den Channel, oh Mann, ja, heute war ein extrem abgefahrener Tag. Ich möchte aber eigentlich lieber darüber reden, dass Korsner mir auf den Sack geht. Ah ja, das können wir auch machen. Weil ich hatte gerade ein schönes panisches Magic Smoke Erlebnis, wie dann auf einmal die Corsair IO, die H100i, ne, diese super tolle RGB. XT Pro. Ja, bla. Alex, wie konnte das denn passieren? Pro am Bobbers. Ich habe das Ding angesteckt und habe meine neue AMD-Test-Badge getestet, habe gemerkt, pass auf, die bootet nicht, habe mehrere RAM-Riegel durch, erstmal G-Skill, dann ganz viele andere und mit dem Aegis-RAM von meiner Frau aus ihrem PC, den ich schnell ausgebaut habe, ist er gebootet. Und in dem Moment, wo das Ding gebootet ist, Magic Smoke. Und mir ist das Ding abgeraucht, die Hälfte der RGBs haben nur noch geblunken und dann haben sie nichts mehr von sich gegeben. Und dann war die Hälfte der RGBs aus und rot und auf einmal kam immer mehr Dampf und Smoke und Rauch und Gestank. Schnell ausgemacht und gemerkt, jo, die Pumpe ist verreckt. Warum? Das weiß Corsair ja allein. Die Franzosen haben da bestimmt eine Ahnung, ich nicht. Aber ich möchte es auch nicht zerlegen. Jetzt darf ich aber durch den qualvollen Prozess der RMA bei Mindfactory. Und das wird spannend werden, ne? Die Rückgabe. Mal schauen, ob ich zum Level 2 Support aufsteige. Updates wird man sicher verfolgen können. Ja, erstmal muss ich die 5 Euro zahlen für das Retouren-Label. Ich verweise hier einfach mal auf den Twitter-Account. Ja, spannend. Das wird auf jeden Fall spannend werden. Und das war eigentlich so der Punkt, warum ich heute ein bisschen off war und sich das alles hier verzögert und ich sowieso geistig ein bisschen neben der Spur war. Einfach, weil es sehr nervig ist, wenn du gerade dabei bist, das aufzubauen, zu testen und durchzufahren und vorzubereiten. Die Leute da draußen wissen das vielleicht nicht. Ich habe mir so ein Multi-Channel-Setup gebaut. Es geht über 4 Verteiler-Switches und einen KVM-Switch, dass ich dann quasi 2 Testbenches immer schön hin und her schalten kann, auch im Livestream und Live-Overclocking machen kann und bla bla bla. Und ich bin fast fertig, so fast fertig. Morgen kommt der richtige RAM und jetzt ist die IO hier. Und dann vielleicht wahrscheinlich an sowas Blödem wie die Controller-Platine, die eigentlich sonst nichts macht, außer die Pumpe zu steuern, was man auch so machen könnte. Genau. Und es kostet Hauptsache, halt jetzt Zeit. RGB steht überall. Jetzt muss ich die Backplate abbauen, das Mainboard wieder raustun, alles wieder in den Karton setzen und oh, die Leitpaste wieder sauber machen und die Lüfter demontieren. Es ist halt unnötig, ne? Da geht halt unnötig einfach mal 1,5 Stunden verloren. Also ich denke mal, dass das so ein Ding ist, das fixst du in 2 Minuten, aber darfst nicht, weil dann dein AML erlischt. Genau. Ja gut, man könnte die Acetec-Pumpe aufmachen, die Pumpe. Ja, ich sag doch, das fixt man in 2 Minuten. Kannst wahrscheinlich irgendwas überbrücken, weil Platine durchgeschmort ist, was auch immer. Ja. Und dann läuft's wieder, aber da ist halt Garantie im Futsch. Und das ich schätze mal, das sind irgendwelche Kondensatoren oder Spannungswandler verreckt. Die haben einfach den Jordan gemacht, vielleicht schlechte Kapos oder ein Montagsding. Ja, ich denke mal schlechte Lötstelle. Ja, ist das genau wird schon möglich. Reichen. Ja. Ist halt immer, ich muss sagen, traurig. Ne? Mhm. Das ist halt richtig traurig. Vor allem, wir sind jetzt bei Acetec Version 5 oder 6. Also mittlerweile müssten die das ja wohl fehlerfrei hinbekommen. So schwer sind die Dinger nicht. Ja. Aber man sieht, es gibt immer wieder Ausschussmodelle. Das ist klar. Das ist genauso wie bei den neuen Prozessoren. Ach, übrigens, was ich euch sagen wollte, Jungs, ne? Ja. Auch an die Leute da draußen, die den Podcast vielleicht lauschen mögen, bald wird es für unsere Videos gute Untertitel geben.
Okay. Auf Englisch dann, oder? Multisprachen-Untertitel. Wer? Ja, weil Premiere hat jetzt mit dem neuesten Feature angekündigt, dass Text-to-Speech, also Speech-to-Text, quasi Realität wird. Früher war das ausgelagert, Premium-Feature bei ganz vielen anderen Anbietern. Premiere bietet das jetzt nativ an mit AI-Unterstützung. Ah ja, oh. Das klingt interessant. Besser als YouTube, war ganz lange in der Demo und so weiter Phase und sie haben ganz viele Changelogs mit reingehauen, die einfach großartig sind. In der Version 14.5 kommen sowieso ein paar echt fancy Premiere-Features mit hinzu. Man muss aber sagen, Premiere, die ziehen momentan ordentlich ran. Ja, seitdem sie, ja. Die haben Angst vor Blackmagic. Stimmt, jetzt haben sie ja die neuen Kameras. Mhm. Oh, ja, das, wir unterstützen das wird interessant. Jetzt kommt so langsam, und was sehr geil ist, für alle da draußen, die rendern mögen, wir haben jetzt volle, also erst nachdem es komplett entfernt wurde, muss ich dazu sagen, überall wurde es komplett entfernt, jetzt wird hinzugefügt und jetzt haben wir volle Hardwarebeschleunigung für Nvidia und AMD. Oh, AMD kriegt jetzt auch ihren Stück vom Kuchen. Ja, und was ganz wichtig ist, was mir wichtig ist, vielleicht wird jetzt endlich das Farbproblem behoben, die Gamma-Kurven waren ja immer falsch, aber jetzt haben wir den REC 2001 Farbraum für HDR. Mhm. Mit integriert, das heißt, alles Material kann auf HDR gemischt und gegradet werden, was halt schon echt geil ist. Du musst nicht mal ein HDR-Gerät haben, du kannst es aber auf HDR graden, dass es da läuft und das wird ja auch von YouTube und so weiter bald unterstützt. Und für alle da draußen, die sich wundern, wir haben jetzt nativen, verbesserten und voll funktionsfähigen H.264 und HVAC-Support. Das heißt, auch in der Timeline mit Audio, Echtzeit-Audio und Echtzeit-H.264-Codierung in der Timeline. Ja, das ist gut. Und es hat ja nur 6 Jahre gedauert, bis sie es geschafft haben. Ist es mittlerweile aus der Beta raus? Ist aus der Beta raus. Okay, nice. Muss ich mal updaten. Hat aber halt ewig gedauert, ne? Ich meine, ich bin dankbar dafür, dass es das jetzt endlich gibt. Ich bin ein bisschen verwundert, dass es so lange gebraucht hat. Jetzt kommen wir endlich zu den Funktionen, wie es sein soll, dass wir die Performance ein wenig hochschrauben. Ist ja nicht nur für Geekfreaks oder sagen wir mal, ist ja nicht nur für Kamera und Technik und YouTube und Twitch interessant. Es ist einfach für alles interessant. Weil jeder, der in der Tech-Welt so ein bisschen unterwegs ist und bestimmt schon mal eine Kamera in der Hand gehabt hat, der wird sich bestimmt auch schon mal überlegt haben, hey, ich schneide Videos oder Home-Videos. Früher war es der Movie Maker und so weiter. Ja. Und für Heimanwender und Studenten droppen ja immer mehr die Preise. Und keiner will natürlich Software benutzen, Vegas oder ähnliche Dinge, die nirgendwo multikompatibel sind. Oder VST oder ja, boah, scheußlich das Zeug. Dann bist du der mit den unleserlichen Dateiformaten. Ja. Das willst so gut, du nicht sein. So gut wie jeder hat sich ja schon mal wahrscheinlich ein Video zusammengeschnibbelt irgendwie. Mhm. Ne? Deswegen komme ich auf Magix, habe ich früher gemacht. Ja, ist, für dich gibt es, genau für Leute wie dich, Dennis, gibt es ja jetzt sowas wie, das heißt Premiere Rush. Das ist einfach nur eine kurz, ganz schnelle abgespeckte Umgebung, der du ganz schnell was zusammenschneiden kannst. War das nicht die Mobile-Version früher? Nee, das war noch ein bisschen anders. Die erweitern ja jetzt über ihren Rahmen. Was aber jetzt mittlerweile geht, ist, dass du die Mobile-Sachen mit Cloud bald komplett in die echte Timeline übernehmen kannst. Das heißt, du bist unterwegs mit dem Handy, schnibbelst mit den Online-Mobile-Versionen am Handy schnell was zusammen, ne? Drag and Drop mit dem Touch. Und dann lädst du es am PC aus der Cloud direkt in deine Premiere-Timeline und kannst da weiterarbeiten. Also das bis ich auf dem Handy was schneide, müssen die Dinger schon noch 3-mal größer werden. Das ist mittlerweile sogar relativ gut intuitiv gelöst. Also es geht wirklich. Ich bin trotzdem zu klein, da werde ich blind. Das stimmt. Aber stell dir mal vor, wir wären jetzt zum Beispiel auf einer Messe. Ne? Hm. Du hast jetzt nichts Großes dabei, hast aber ganz schnell jemand Wichtiges ans Ohr bekommen und denkst dir, pass auf, ich mache einen Kurzclip. Opener liegt vielleicht bei uns in der Cloud, ziehst den Opener Drag and Drop drauf, schneidest deine 2 Minuten zusammen, zack, zack, uploads online. Du bist der Erste, der es hat. Oder eine super Info. Ne? Also für Redakteure oder Leute, die just in time gehen oder so, finde ich das cool. Ja. Vom Handy, zack, zack, du bist noch am Laufen, ja, zum nächsten Stand und haust schon raus. Das Handy auch immer dabei und so. Ja. Nur weil ich meine, dass es mir einfach zu klein ist. Wobei solche Leute auch einen Laptop dabei haben. Mindestens ein mittelgroßes Tablet. Ja, absolut. Absolut. Ist aber interessant, jetzt die Frage, geht es auf die Lizenz? Das geht auf die Lizenz, wenn du es hast. Ja, ich bin momentan auch immer wieder am Hin und Her jonglieren. 5 PCs, also ich gehe immer hin und her. Mhm. Sieht man ja auch in den Streams, das wird schwierig irgendwann. Immer wieder neu anmelden, immer wieder alte Geräte rauswerfen. Es geht mir genauso. Ich habe ja nur eine Lizenz für 2 Geräte. Genau, same. Und ich muss ja immer wieder hin und her rotieren. Deshalb kann ich im Moment auch meinen Auto-Uploader nicht, so einen Encoder nicht laufen lassen. Aber ich weiß, der Moritz hat sich bereit erklärt,
ein Container, den es gibt. Also ich habe jetzt, falls ihr es noch nicht wisst, mein OBS NDI Docker Container dem Moritz schon überlassen. Der müsste das bei uns auf dem Git posten, schätze ich mal. Genau, git.minusin.de. Es werden die neuesten Updates dann drüber gepusht zu github.com/the-geek-freaks. Findet ihr natürlich entweder unter der Videobeschreibung oder unter der Podcast-Beschreibung. Richtig. Die Links wie immer. Und ich habe einen schönen Container gemacht, mit dem ihr quasi Docker, wer es nicht kennt, schaut sich Docker oder unsere Unreal-Videos mal an im Livestream, mit dem ihr quasi OBS und NDI koppeln könnt, dass man ganz viele Daten hin und her schicken kann über Netzwerk und braucht nicht immer HDMI-Capture und so weiter. Und dafür hat sich der Moritz bestimmt bereit erklärt. Es gibt jetzt einen FFmpeg-Fork-Container, der automatisch mit Watchfolder arbeiten kann. Und das ist natürlich fancy. Der soll noch gebaut werden? Nee, den Container gibt es schon, den FFmpeg-Container. Der Moritz muss ich mir nur ein kleines bisschen mit dem Codex umwurscheln, okay, dass er mir das rauswirft, was ich brauche. Weil ich werfe das raus, was du brauchst, okay. Ich habe nämlich leider nur zwei Lizenzen und deswegen kann ich leider meine eine Lizenz nicht nur für Adobe Media Encoder Watchfolder opfern. Das ist es dann doch irgendwo nicht wert. Aber dafür arbeiten ja wir viel mit Android und Automation, dass man sich sowas selber zusammenschustern kann, in einfach. Die Container wird es, by the way, nicht nur für Android geben. Ich werde es auch nochmal anpassen für ganz normal Docker, einfach von Docker Hub. Das sind zwei Commands, beziehungsweise ein Command, gibt es da einen, der läuft bei dir auf dem System. Sehr gut. Denn Docker-Container laufen überall und es gibt ja ganz viele, nicht nur so ein FFmpeg-Container. Ich kann hier übrigens mal für den originalen Container Werbung machen, der ist von Snoopy86. Der macht eigentlich recht gute Container, die auf Lightweight-Basis basieren. Also der müsste auch auf Alpine laufen, glaube ich. Und wir versuchen natürlich, wenn wir was Cooles finden und es ein bisschen anpassen wollen, werden wir das natürlich immer versuchen zu forken und ein bisschen umzubauen, so dass es für die Nutzer unseres YouTube-Kanals und so weiter auch interessant wird. Nee, läuft sogar auf XRTP Ubuntu. Okay, schon lange nicht mehr gesehen. Ja, ich auch nicht, aber cool. Und wir versuchen natürlich performante, coole Sachen für euch da draußen zu machen. So gut wie jeder, ich glaube wirklich so gut wie jeder, hat in seinem Leben schon mal gedacht, er braucht irgendwas, was Watchfolder kopiert. Wenn es nur um CDs geht oder um Filme oder irgendwas, einfach so ein Drag-and-Drop-Watchfolder-Copy. Manche Programme können das mehr oder weniger gut und ich möchte da mal ein kleines mehr oder weniger Review raushauen in diesem Moment, weil es mir einfällt, für alle draußen, die es interessieren könnte, es gibt sehr, sehr teure Programme. Ich habe 7 verschiedene Software-Tools dafür durchgemacht und ich kann euch mal kurz eine kleine bescheidene Meinung dazu dalassen, falls es euch interessiert. Was meint ihr, Jungs? Klar. Gut, das gefällt mir. Fangen wir an. Es gibt ganz, ganz, ganz viele verschiedene. Watch Directory in der Version 4.9.5 gibt es zum Beispiel nicht machen. Watch Directory ist der letzte Rotz, wird nicht weiterentwickelt und macht nicht, was es soll. Vor allem kopiert es nicht. Dann habe ich noch was Schönes und zwar das Programm hieß Syncback und Syncback Pro. Und Syncback und Syncback Pro sollten bei mir zwei Sachen machen. Das sollte schauen, hast du eine SD-Karte oder eine SSD eingesteckt. Ich habe natürlich vorher die Drive-Letter notiert, F oder irgendwas, die kannst du ja binden. Und habe eigentlich dem Ding gesagt, pass auf, wenn dieser Drive eingesteckt ist, kopiere das auf meinen Android-Server. Wenn es auf dem Android-Server ist, hätte der Adobe Media Encoder gegriffen, hätte es in einen anderen Ordner reingelegt. Und dann habe ich dem Tool gesagt, pass auf, wenn in dem anderen Ordner, wo jetzt der Adobe Media Encoder quasi seine fertigen Files hinlegt, wenn da Sachen sind, dann bitte nimm diese Files und kopiere sie wieder auf meine native Festplatte auf dem PC. Und das hätte er mir als Cronjob machen sollen. Das heißt, er hätte sie sich halt einfach wieder abgeben und wieder abholen sollen. Abgeben und wieder abholen. Was daraus geworden ist, es sind 1 Million Fehlermeldungen, die gesprochen sind. Von 5 Fällen hat es zwar funktioniert, dass Files hochkopiert wurden, aber sie kamen nie wieder zurück. Und es hat im Hintergrund Spikes auf einzelnen CPU-Kernen gegeben zu 100%. Und die waren gebunden mal 20 Minuten, ohne dass wirklich was passiert ist. Also an alle da draußen, macht das nicht. Das ist absolut Rotz. Wir werden versuchen, da was Besseres zu machen. Eigentlich sollte was Ähnliches Teil mal werden des TGF Copy Packs. Ne? Ja. Aber das ist noch so eine Geisterentwicklungssache. Wir arbeiten erstmal an unseren Packs aktiv weiter, die wir so haben. Da kommt auch bald was, habe ich gehört. Ja, habe ich auch gehört, aber ich will nicht immer alles spoilern, sonst bin ich wieder der Böse, der immer alles Podcast spoilert. Weiß nicht, wann wird denn das Video released? Das Video, wann es released wird, ist eine gute Frage. Ich schätze mal übernächste Woche oder nächste Woche. Also wenn wir es nächste Woche releasen, könnten wir das für die Woche, für diejenigen, die sich den neuen Podcast anhören, exklusiv vorher anteasern.
Das stimmt, aber wir können doch einfach die Spannung hochhalten, dass schon wieder ein Pack kommt und ihr solltet regelmäßig so gut wie jeden Tag eigentlich zu jeder Stunde unseren YouTube-Kanal auschecken und die Homepage. Weil also ich will ja nichts sagen. Aber wenn was Neues kommt, erfährt man das relativ schnell auf GitHub. Das auf jeden Fall, aber die meisten Leute können ja GitHub nicht bedienen. Wir wissen ja, oh nein, es ist GitHub, ich habe ein Virus, ich hasse euch alle. Jetzt zeige ich euch irgendwo an. Genau. Denkt sich bei der Welt auch Google. Das ist absolut lächerlich. Also die Virenmeldungen bei uns sind lächerlich und manche Zuschauer auch. Es tut mir leid, wenn ich das so harsch sagen muss. Wer sich da angesprochen fühlt, ist gerade selber schuld und wird in die Kategorie mit hineingeschoben. Die Leute, die sich angesprochen fühlen, wissen auch warum. Es gibt Menschen, die sind einfach so deutsch, dass ich den Brechreiz bekomme. Und das nehme ich jetzt meiner Meinung nach wirklich mal als Schimpfwort, weil Deutsch kann eine Lobeshymne sein. Du bist so deutsch, das ist so super. Kann in gewissen Weisen echt eine Lobhymne sein auf Effizienz und bla 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 bla. Kann aber auch das schlimmste Schimpfwort sein, das mir einfällt. Und das jetzt politisch und Rassismus und wertungsfrei. Es beschreibt ein Stereotyp von quengelnden, nörgelnden, besserwisserischen, unzufriedenen Kartoffeln. Genau. Deutsch halt. Da riechst du die Sandalen und die Socken, riechst ja, du schon. Ja. Es ist die Per-Definition von ja, aber. Eigentlich. Ja, aber ich werde meinen Anwalt einschalten. Ja, genau. Ich zitiere Alligator, ne? Wir sehen uns vor Gericht. Genau. Muss man nicht drauf weiter eingehen, aber ja, falls ihr es nicht wisst da draußen, wir klagen, also wir streiten und diskutieren natürlich sehr gerne und wir interagieren auch sehr gerne und natürlich setzen wir uns auch auseinander mit Kritik und auch mit Leuten, die keine logische Kritik raushauen. Wir setzen uns auch auseinander mit Menschen, die einfach nur die Welt brennen sehen wollen. Ist ja auch mehr oder weniger unser Job, beziehungsweise wir könnten es auch einfach lassen, aber uns soll man ja nichts nachsagen, von wegen Zensur wurde uns auch schon hinterhergeworfen. Ne, wir sind schlimmer wie Corona und zensieren alles, sehe ich absolut. Ja. Wenn mal irgendjemand was gelöscht hat, ein Kommentar oder irgendwas auf Discord, schlimm. Moritz, wir sind schlimmer als Corona, habe ich gehört. Oh ja, das stimmt. Ich meine, daran sterben Alex? Menschen und die Leute sind behindert. Aber, ja? Irgendwas ist mit deinem Mikrofon kaputt. Warum? Es rauscht weniger, aber dafür bist du deutlich leiser. Das tut mir sehr leid. Sollte ich einfach ein kleines bisschen näher ans Mikrofon gehen und einen Übersprechungseffekt machen? Ich glaube, ich muss es einfach pegeln. Ja, gut, das wäre gut. Pegeln ist nie verkehrt, habe ich gehört. Es gab ja auch die Leute, die uns als Betrüger beschuldigt haben, nur weil das Tuning-Pack mal eine Stunde lang nicht erreichbar war. Ja, das ist auch schön. Jeder will immer alles umsonst, aber wenn es umsonst ist, ist es nichts wert. Also kann es gar nicht gut sein, also müssen wir die Leute im Vorhinein beschuldigen. Und wenn dann noch irgendwas dazu kommt, was sie menschlich macht, so Fehler oder einfach, dass nicht was reibungslos läuft, weil man ja keine Firma ist, sondern Einzelentwickler und da ganz viele Stunden opfert, so wie der Moritz, dann hat man das Problem, dass die Leute sich immer beschweren werden. Also wenn du nicht perfekt bist, solltest du gleich eigentlich nichts mehr machen. Gut, beschweren werden sie sich immer. Beschwert wird sich immer, wenn es kostenlos ist, ist es schlecht. Wenn es was kostet, bist du ein Betrüger. Wenn nicht, bist du trotzdem Betrüger. Du bist sowieso immer der Gearschte. Ja, gut, eigentlich schon. Eigentlich solltest du gar nichts anfangen, aber wir machen es trotzdem für die Leute, die es wertschätzen. Und wenn es keinen Grund zum Beschweren gibt, dann findet man einen. Ja. Den also, wenn die Polizei dich anhält, es hast nichts getan, aber irgendwas wird am Auto sein, was dann trotzdem dir einen Strick dreht. Weißt du wieso? Weil du eine Kontrollfresse hast. Ja, richtig. Und dann ist das Warndreieck an der falschen Stelle und du bist im Arsch. Ich weiß es ja von meinem Dad, also ne, so weit kann ich dir sagen, der ist jetzt Rentner, also Pensionär. Der war ja sehr lange Zeit ein Herr Kommissar. Ne? Ein Vertreter des Gesetzes. Ja, und ich muss sagen, er war einer der Guten. Ne? Ist einer der Guten. Guter Kopf. Hat auch mal ein Auge zugedrückt. Meistens. Das ist gut, das sind die Guten. Meistens. Der hat gesagt, komm, geh einfach ham oder passe wegen auf dich auf, ne? Hat Klatsche gepasst. Ein Mensch, ne? Es gibt sehr viele Leute, also die Leute, die nur am herzigsten grüßen und die am nettesten sind und die immer am meisten sind, meistens die Leute, die er verknackt hat. weil er immer noch so die instant Mensch, jetzt hast du aber einen Scheißdreck gemacht, da musst du halt jetzt durch, ne? Der war halt immer noch Mensch, aber ja, selbst der sagt, die Kontrollfressen, ne? Die holt man sich einfach provisorisch. Du siehst ihn laufen. Da hatten wir heute eine schöne Diskussion auf Arbeit drüber. Ja? Ja, ich sag mal so, es ist ziemlich schnell ins Rassistische ausgeartet, aber... Oh yes, yes. Mag ich ja, es, wir hatten Syrer und ich glaube irgendwas Richtung... Ich weiß nicht, was ist unter Polen? Tschechien?
Ja, tschechisch. Ja, haben von ihren Erfahrungen erzählt. Okay. Ja, gut. Aber man sieht auch wirklich, dass die aus diesem Land kommen. Wenn du 20 bis Mitte 20 bist, dann bist du automatisch krimineller. Ja, klar, ja. Oder du fährst Roller. Dann wirst du immer sagen, Jungs, ich werde mich zu politischen Sachen nicht äußern. Richtig, sollte man nicht tun. Weil es wird mir so oder so ein Strick draus gedreht, weil wer weiß, aus welchem Hintergrund und Jugendzeit ich herkomme, in welche Richtung ich angehöre, der wird mir dann sowieso einen Strick drehen, weil ich bin ja einer der Bösen. Mhm. Ne? Nicht radikal, aber viel zu links. Also, ich darf da ja gar nichts sagen. Heutzutage darf man doch nichts mehr sagen. Also, egal was man ist. Zur Not ist man falsch. Mhm. Ja. Zur Not bist halt ein linker Nazi. Ja, ich habe mir meine politische Richtung selber quasi ausgedacht. Also, ne? Ich bin ich. Ich bin so ganz fluide. Überzeugt. Endlich brauchst du dich auch nicht in eine Schublade stecken. Du hast deine Meinung, du vertrittst deine Meinung, fertig. Wobei, ich bin Hardliner. Aber ich bin halt ein Hardliner für Menschlichkeit. Und das verstehen viele Leute nicht. Weil sie nicht mehr wissen, was Menschlichkeit ist. Aber so, und spätestens jetzt haben alle abgeschaltet. Ja, wahrscheinlich. Hey, dafür ist es da. So, wir haben erfolgreich die Leute rausgeschmissen, die nicht mehr zuhören wollen. Willkommen. Kläglicher Rest. Im Privatteil. Ja. Waren jetzt auch schon wieder 20 Minuten. Ja, das ist jetzt gut für den Test. Also, falls euch das Ganze gefallen hat, dieser kleine Auszug, ein Snippet aus unserem schönen, ich nenne es mal, geistigen Ergüssen, die wir so eigentlich nebenbei immer nur für uns teilen. Wenn ihr diese intime Atmosphäre feiert, dann freut euch auf den The Geek Freaks Podcast. Wir werden versuchen, den ein oder zwei wöchentlich zu veröffentlichen. Natürlich mit etwas längeren Folgen auf Spotify, iTunes und allen gängigen Plattformen. Natürlich auf thegeekfreaks.de, wo ihr das Ganze dann auch herunterladen könnt und beim Schulweg, auf dem Klo, wo auch immer anhören könnt oder zum Einschlafen. Unsere Stimmen sind so schön einschläfernd. Oh ja. Deswegen hoffe ich, das hat euch soweit gefallen und ein bisschen heiß gemacht, auf was da kommen kann. Wir haben immer ein paar Themen am Start, wir haben immer ein paar Sachen, die uns beschäftigen. Und für alle, die nicht genug kriegen von unseren Themen und unserem Geplänkel und der Livestream zu kurz ist, da möge das doch was sein, schätze ich mal. Oder für denen wir zu hässlich sind und uns aber trotzdem hören wollen. Ja. Wir könnten auch einfach das Fenster in den Hintergrund schieben, so schwer ist es jetzt auch nicht. Ja, man muss ja trotzdem aber alles anbieten. Das frisst zu viele Ressourcen. Ach, stimmt, ja. Das hat mich Sag gefallen. Das nicht, sonst hole ich mir den Stream und mache nochmal einen extra Audio-Stream auf die Webseite oder so. Oh, nein, das machen wir nicht. Doch, warum? Jetzt hast du mir doch die Idee gebracht, ich mach das. Oh Gott. Es wird bald Jungs und Mädels. Unter Livestream auf der Webseite den kompletten Stream live, vielleicht ein paar Sekunden Verzögerung, nur als Audio-Stream geben, den du auch schön in deine Podcast-App laden kannst. Ja, das war wieder ein guter Joke, Moritz. Haha, haben wir alle gelacht. Wir sehen uns wieder beim nächsten Mal auf Hören, meine ich. Also, weißt du, ich bin 10 geboten. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Wir wünschen euch einen schönen Tag, schönen Abend, schönes Hanukkah, schönen Geburtstag, schönen Nicht-Geburtstag und alle Jahrestage, die man so nennt. Ne? Ja, Weihnachten darf man ja auch nicht mehr sagen. Ja, das ist ja jetzt Feiertage. Das Fest des Baumes. Man darf kein Weihnachten mehr sagen. Nicht? Ja, soll man immer bla bla bla. Das ist diskriminierend für die Leute, die kein Weihnachten feiern. Und für den Wein. Ne, weil es nur nachts Wein gibt, egal. Also mit H. Wir verabschieden uns. Das war ein schöner Test-Teaser-Stream. Schaut mehr Videos von uns und wir sind raus. Okay. Jo, ciao. Happy New York.